Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste! Im letzten Jahr wurden Kinderrechte im Rahmen der Volksabstimmung mit einer Mehrheit von 86% in die Hessische Verfassung aufgenommen. Aus dieser Verfassungsänderung leitet sich ein politischer Handlungsauftrag an uns alle ab. Wir als LINKE haben mit diesem Antrag die für uns zentralen politischen Handlungsfelder der Landesregierung zusammengetragen, um Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen konkret in Hessen zu verankern. Auf vielen Ebenen gibt es in Hessen Bewegungen für die Stärkung von Kinderrechten. Einige Kommunen sind bereits Mitglied der Kampagne des Deutschen Kinderhilfswerkes und nehmen Kinderrechte in den Fokus. Nun ist auch die Landesregierung in der Pflicht, sich dem Thema anzunehmen und politisch aktiv zu werden. Schließlich feiert die UN-Kinderrechtskonvention in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Wenn Sie aber noch weitere Gründe brauchen, um aktiv zu werden, dann hat Sie vielleicht ja die Studie des Deutschen Kinderhilfswerkes überzeugt, die Hessen einen unterdurchschnittlichen Umsetzungsgrad der UN-Kinderrechtskonvention im Vergleich der Bundesländer ausweist. Eine Kinderrechtsbeauftragte oder Beauftragten hat Hessen gerade auch nicht. Frau Prof. Gerard musste das Ehrenamt niederlegen, weil sie von ihrer Universität keine Freistellung dafür bekam. Seitdem ist das Amt unbesetzt. Das von der Landesregierung vollmundig angekündigte Jahr der Kinderrechte 2020 wurde scheinbar auch abgesagt. Auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Degen konnten Sie nicht vorweisen, was im Rahmen dieses Jubiläumsjahres geplant ist. Sehr geehrte Damen und Herren der regierungstragenden Fraktionen und der Landesregierung, nehmen Sie endlich das Thema Kinderrechte ernst. Besonders aktuell ist die Forderung nach mehr Partizipation und Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche. Man kann eine enorme Politisierung von jungen Menschen beobachten. Die Fridays for Future-Bewegung ist der lebendige Beweis für diese begrüßenswerte Entwicklung. Daneben müssen aber auch verfasste Möglichkeiten der Mitbestimmung stehen. Was sich Jugendliche darunter vorstellen, wurde im September auf dem Hands-on Participation Congress des Hessischen Jugendringes diskutiert und schließlich als Forderungskatalog an die Fraktionen geschickt. Und sehr geehrte Damen und Herren von CDU und GRÜNEN, ich finde es schon sehr dreist, sich in Ihrem Dringlichen Entschließungsantrag darauf zu berufen. Dieser Kongress war keine Errungenschaft und Eigenveranstaltung von Ihnen, sondern von den vielen engagierten Jugendverbänden, denen Sie gleichzeitig die dringend notwendige Mittelaufstockung von 85% verweigern und sich dafür auch noch feiern. Das ist nicht der angemessene Umgang mit dem Engagement junger Menschen. Stattdessen sollten Sie sich mit den Forderungen, die von dem Kongress an Sie gerichtet wurden, auseinandersetzen. Dazu ist in Ihrem Entschließungsantrag leider nichts Konkretes zu finden. Wir als LINKE erkennen die Notwendigkeit, das in Hessen verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf Beteiligung zu stärken und dabei die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen zu berücksichtigen. Dabei geht es auch darum, den Raum, in dem sich alle Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit aufhalten, nämlich die Schule, zu demokratisieren. Schülerinnen und Schüler und deren Vertretungsstrukturen brauchen endlich mehr Mitbestimmungsrechte. Schließlich stellen sie die Mehrheit an der Schule dar. Eine Drittelparität in der Schulkonferenz, wie sie es auch beispielsweise in Baden-Württemberg gibt, wäre ein großer Schritt zur Demokratisierung der Schule. Ein großes Thema der Jugendlichen auf dem HOP-Kongress waren auch die Beteiligungsstrukturen auf kommunaler Ebene und in der Landespolitik. Ganz über Hessen verteilt gibt es verschiedene Formen der kommunalen Mitbestimmung. In den meisten Fällen handelt es sich aber um kommunale Kinder- und Jugendparlamente. Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün steht nun, dass sie die flächendeckende Einrichtung kommunaler Jugendparlamente unterstützen und dies mit der Umsetzung der Kinder- und Jugendrechtscharta verbinden wollen. Bisher haben wir dafür aber auch nichts bekommen oder gehört. Da müssen sie noch liefern. Unterstützung wäre auch bei der Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments auf Landesebene angebracht. Hier haben junge Menschen unter 18 nämlich noch keinerlei Mitbestimmungsmöglichkeiten. Es gibt nämlich eine Initiative der Hessischen Union zur Stärkung von Kinder- und Jugendinteressen, kurz HASKI, die sich der Aufgabe der Etablierung eines Landesjugendparlaments angenommen haben. Um die Interessen von Kindern und Jugendlichen auf Landesebene mehr Ausdruck zu verleihen, wäre auch der Kinder- und Jugendcheck gut. Er ist ein Prüf- und Sensibilisierungsinstrument. Es soll die Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren sichtbar machen. Auch er war von vielen und wurde von vielen Teilnehmerinnen des HOP-Kongresses eingefordert. Eine weitere zentrale Forderung vieler Jugendverbände und politischer Jugendorganisationen ist die Absenkung des Wahlalters. Ich muss schon sagen, was man da manchmal für Gegenargumente hört, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Wir fordern die Herabsetzung des Wahlalters für Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre, weil auch Jugendliche politisch denken, ihre Interessen kennen und somit auch in der Lage sind, für sich eine Wahlentscheidung zu treffen. Mit 16 kann man eine Ausbildung absolvieren, also Steuern zahlen, und man ist strafmündig. Wir finden, dann sollte man auch das höchste demokratische Recht wahrnehmen können und an Wahlen teilnehmen und dafür kandidieren dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, anstatt eine vermeintliche Politikverdrossenheit zu beklagen, sollten die nächsten Generationen dabei unterstützt werden, ihre Interessen zu äußern und diese in den politischen Prozess einzubringen, sei es auf der Straße oder auf parlamentarischem Wege. Vielen Dank.